Das Global Media Forum 2012 aus Bonn. Mein Name ist Janosch Delker. Mein Name ist Vera Freitag. Ja, und wir haben gemeinsam eine der Panel-Veranstaltungen hier besucht. Unter dem Titel The Media's Role in Shaping Political Culture in the Middle East and in North Africa. Großes Thema, Vera, worum ging's? Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema, aber so wie der Name schon sagt, es ging tatsächlich um die Frage, was für eine Rolle spielen die Medien in diesen Ländern, wo ja in dem letzten Jahr ziemlich viel passiert ist. In einigen Ländern sind ganze Regierungen gestürzt worden, in anderen gibt es große Unruhen. Wie hat sich da die Medienlandschaft vielleicht verändert? Auch was für Bedingungen herrschen da für Journalisten? Wie kommen die Journalisten dort an ihre Informationen? Und was für Schwierigkeiten gibt es da vielleicht auch gerade zu berichten? Und auch was kommt überhaupt bei den Menschen an? Wer war alles vor Ort? Also was waren da für Leute da? Also es war eine ganz bunte Mischung, ganz interessant. Eine Journalistin aus Kairo, aus Ägypten, Shahira El-Rafai, die arbeitet für eine der größten ägyptischen Tageszeitungen. Dann waren zu Gast zwei Politikwissenschaftler, Omar Abbasi aus Marokko und Oraib Al-Rantawi aus Jordanien. Und dann war noch eine Kollegin da, eine deutsche Journalistin, die in Beirut arbeitet, Jasna Zajcek heißt die Kollegin, die also sehr viel auch aus Syrien berichtet hat, also auch in Damaskus war und vor allem für die Taz schreibt. Das sind jetzt Menschen mit ganz verschiedenen Backgrounds. Wo ist da der gemeinsame Nenner? Also wo sich, denke ich mal, alle einig waren oder was so gut rübergekommen ist, dass einfach in diesen Ländern, so unterschiedlich die Situationen dort auch sind und so schwierig sie zum Teil auch sind, dass einfach Politik eine ganz wichtige Rolle spielt und dass die Menschen auch über Politik sprechen möchten. Und dass sie halt auf dem Marktplatz über Politik sprechen, auf der Straße über Politik sprechen, dass Politik einfach ein Thema geworden ist. Gerade jetzt auch in Ägypten erzählte uns die Journalistin. Ja, die Menschen interessiert das. Das ist eigentlich so auch das, was sie am liebsten jetzt in den Zeitungen lesen wollen. Wie sieht da die neue Regierung aus? Wer wird da Minister und so weiter? Das heißt, Politik ist wieder ein Tagesthema. Es wird wieder über Politik gesprochen sozusagen. Man denkt ja bei den Umstürzen, bei den Revolutionen in der ägyptischen Welt fast automatisch an soziale Medien, wenn man in einem Kontext von Medien darüber spricht. Die ägyptische Revolution wurde auch tatsächlich als Facebook-Revolution bezeichnet. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien jetzt und in der Vergangenheit? Ja, das war was ich mich natürlich auch gefragt habe. Und ich habe nach der Veranstaltung mich nochmal zusammengesetzt mit der Kollegin Shahira El-Rafai und sie also auch nochmal gefragt, wie ist es mit den sozialen Medien? Und da hat sie mir ganz spannende Sachen zu erzählen. It is important and it was in the last years important because people didn't have any other way to express their views and their opinion. This was the only free way to do this. But if they have, like say, if they can join parties, if they can in their universities join association, whatever political gathering, whatever, if they have a free press, a truly free press where they can put or see and put their own opinion, I think the social media in the Arab world will play the role that it plays all over the world, which is still an important role, but not so much politicized. Ja, es ist tatsächlich ein großes Thema und so eine Panel-Discussion, die dauert nur anderthalb Stunden. Mit was für einer Erkenntnis kommt man da raus? Das ist mit Sicherheit unheimlich schwierig, einfach auch so zu fassen, weil es auch so unterschiedliche Persönlichkeiten waren, unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Kulturen, Bedingungen. Und ich habe am Ende nochmal die Moderatorin dieser Veranstaltung getroffen, eine Kollegin, Anne Almeling. Und sie hat also am Ende nochmal ganz gut zusammenfassen können, was für sie so die wichtigste Erkenntnis war. Sie hat selber also auch viel Erfahrung in diesen Ländern gesammelt und konnte das ganz gut zusammenfassen. Ein Zuschauer aus dem Panel sagte zwischendurch einfach mal, ich hatte jetzt ganz klare Fragen mitgebracht und jetzt, nachdem ich die Panelisten gehört habe, nachdem ich die Experten gehört habe, kann ich diese Fragen gar nicht mehr stellen, weil alles noch so viel komplizierter ist. Ich denke, das ist eine Erkenntnis, die man immer wieder hat bei diesen Panels, dass man merkt, alles, wenn man versucht, das alles in Schubladen zu packen, merkt man, da kommt man nicht weit. Es gibt einfach sehr viele große Unterschiede. Das ist zwar irgendwo auch eine Binsenweisheit, aber ich glaube, das ist immer wieder neu und immer wieder auch wichtig, dass wir uns das gerade als Journalisten auch hinter die Ohren schreiben, dass wir zwar immer über die arabische Welt reden, dass das aber sehr viele unterschiedliche Länder sind, die
die auch teilweise eben noch mitten in einem Umbruchprozess sind, von dem wir teilweise hier auch nur ganz wenig mitbekommen. Ja, soweit Anne Almeling, die Moderatorin des Workshops. Es gibt eigentlich kaum noch was hinzuzufügen. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, das waren die Eindrücke.